Die Geste der ukrainischen Soldaten ist eindeutig. Die Botschaft, seid still, verratet nichts. Mit dem Video will das ukrainische Verteidigungsministerium offenbar zeigen, dass der Start der Gegenoffensive nicht offiziell verkündet werden soll. Der Verteidigungsminister twittert zu dem Video eine Songzeile der britischen Band Depeche Mode. Worte sind sehr unnötig, schreibt er, sie können nur Schaden anrichten. Seit Wochen wird über den Start der Offensive spekuliert. Heute veröffentlicht Moskau diese Bilder. Sie sind unscharf, genauso wie die Informationslage. Das Video soll die Abwehr einer ukrainischen Großoffensive im Süden von Donezk zeigen. Russland will diese erfolgreich vereitelt haben, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Dem Feind gelang es nicht, seine Ziele zu erreichen. Er hatte keine Erfolge. Durch die Erfolge unseres östlichen Regiments belaufen sich die Verluste bei den ukrainischen Streitkräften auf mehr als 250 Soldaten, 16 Panzer, 3 Schützenpanzer und 21 gepanzerte Kampffahrzeuge. Doch es gibt Widerspruch aus den eigenen Reihen. Alexander Chodakowski, ein russischer Kommandeur, schreibt auf seinem Telegram-Kanal, dass der Feind von Erfolg begleitet werde. Als Beleg sendet er ein Video, das Verluste bei russischen Truppen durch Minen auf ihren Rückzugsrouten zeigen soll. Militärexperten, die sagen uns immer wieder, das ist schon üblich, also auch gezielt zu verwirren. Und ich denke im Moment, Kiew versucht eine Art Überraschungsmoment abzuwarten, ja zu erwischen. Und ob das dann letztlich ein Großangriff werden wird oder viele kleinere, verschiedene Angriffe, das müssen wir abwarten. Die Regierung in Kiew äußert sich bislang nicht zu dem vermeintlich gescheiterten ukrainischen Großangriff. Stattdessen meldet das ukrainische Militär einen Vormarsch bei Bachmut. Der Kommandeur der Bodentruppen schreibt auf Telegram, den Streitkräften sei es gelungen, eine russische Stellung in der Nähe der Stadt zu zerstören. Widersprüchliche Meldungen als Teil der psychologischen Kriegsführung. Und in diese Kategorie fällt wohl auch das Video der ukrainischen Soldaten.